Yo Leute, Ruffy hier und damit herzlich willkommen zum besten Tag in der Woche, den Super Sunday mit Dragon Ball Super, mit der Review zu der Folge 56 von Dragon Ball Super. Und ja, ich muss einfach sagen, Dragon Ball Super ist einfach nur grandios. Auch die Folge wieder richtig, richtig, richtig geil. Und man hat einfach viel, viel mehr Fragen, als man eigentlich Antworten hat. Aber naja, gehen wir auf die Sache oder auf die Materie mal ein bisschen genauer ein. Und zwar, Trunks zerstört ganz am Anfang die Kugeln, ja. Und das ist zwar nichts Besonderes, aber ich fand es ganz interessant, wie, ich sag mal, stolz Vegeta war, sein Face. Da hat man das sehr, sehr stark gesehen, dass er auf jeden Fall sehr, sehr stolz war auf seinen Sohn, sag ich mal. Und wir sehen auch, dass Trunks so ein richtiger Held ist in seiner Zeit, ja. Die Leute bewundern ihn richtig, dass er wirklich mit Black zeitweilig auf gleicher Augenhöhe kämpfen konnte und die wollen auch Autogramme von ihm haben. Finde ich auch sehr, sehr cool, dass, ja, oder interessant eher gesagt, dass Trunks so eine Art Held ist in seiner Zeit. Und was auch, mich erstmal stutzig gemacht hat, ist, dass diese zwei Leute, die wir gesehen haben, die Goku am Anfang angeschossen haben, direkt wussten, dass Goku und Vegeta aus der Vergangenheit kommen. Und ich dachte mir so, was? Wieso wussten die das halt? Und dann, ja, hat man eins und eins zusammengezählt. Trunks hat die Mütze gefunden von Mai und dann kam es halt dazu, dass sie auch gesagt haben, Mai hat das uns erzählt. Und dann kam auch der Moment mit Mai und Trunks, was ein sehr cooler Moment war, fand ich, also sehr, sehr romantisch tatsächlich in Dragon Ball Super, also beste Love Story ohne Scheiß, Trunks und Mai finde ich sehr, sehr gut, aber ich glaube, das habt ihr auch gemerkt, dieser Walk und, oder wie Trunks halt zu ihr hingelaufen ist, hat ziemlich viel zerstört, das sah so komisch aus, aber wie dem auch sei, man sieht auch wieder Vegetas Face, auch wieder sehr, sehr glücklich, dass sein Sohn Trunks glücklich ist oder dass er endlich mal überhaupt glücklich ist. Und ja, wie gesagt, wir sehen auch, oder wir bekommen auch mit, dass Mai und Trunks gegenseitig dachten, dass sie tot wären. Deswegen ist die Überraschung da auch sehr, sehr groß. Wir haben auch gesehen, dass der Widerstand alles gemacht hat gegen Black. Aber naja, wir wissen natürlich, Black hat die Oberhand gegen die Leute, sage ich mal. Und ja, wieder sind viele Verletzte da gewesen, viele Tote, nehme ich mal an. Weil wo Mai da war mit ihren Geschossen, sage ich mal, waren sehr, sehr viele Leute, die so angezogen waren, wie die beiden Leute, die Goku am Anfang angeschossen haben. Doch dann später wurde ja gesagt, dass, in der Kanalisation diese Leute die letzten Überlebenden sind. Deswegen glaube ich, dass ja auch sehr, sehr viele Leute da gestorben sind, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie Mai da rausgekommen sein soll, wenn Black wirklich da ist und bereit ist zu töten. Ja, das fand ich auch sehr, sehr interessant. Dann kommt was ich sehr, sehr cool gemacht finde vom Anime-Studio, muss ich mal sagen. Und zwar sehen wir, dass so ein Kind Angst hat vor Goku, von Gokus Gesicht natürlich, weil er sieht natürlich aus wie Black. Und ja, dann sehen wir halt, dass Trunks so eine Art Grimasse schneidet und ziemlich gut mit Kindern kann. Und ich muss einfach mal sagen, ich werde zwar noch mal ein extra Video dazu kicken nächste Woche, weil ich möchte das hier nochmal ganz kurz anschneiden. Und zwar durch die ganze Sache mit Mai, also mit seiner, ja, zukünftigen, würde ich fast schon sagen, mit der ganzen Sache mit Gohan, dass er sehr, sehr glücklich ist. Und wie gesagt, halt, dass Trunks sehr, sehr gut mit Kindern kann, schließt sich einfach extrem schnell daraus, dass Trunks wahrscheinlich ein Kind bekommen wird, wenn das alles hier vorbei ist. Und das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Und ich kann mir ebenfalls verdammt gut vorstellen, dass dieses Kind nicht so aussieht wie Trunks, sondern eher so aussieht wie Vegeta. Ja, das hat man schon mal gemacht mit, Son Goku Junior und Vegeta Junior. Das ist zwar weit, 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 weit weg in der Zukunft, trotzdem, oder ist halt nicht wirklich kennen, weil es noch ein bisschen von GT ist. Trotzdem hatte, glaube ich, die Mutter von Vegeta oder war die Mutter von Vegeta so wie Bulma. Die sah so aus wie Bulma und den Vater hat man nicht gesehen. Ich glaube aber nicht, dass der Vater so aussah wie Vegeta, würde ich schon fast sagen, aber was man auf jeden Fall daraus schließen kann, dass man halt, nicht unbedingt ein Kind haben muss, was 1:1 so aussieht. Vor allem hat Mai natürlich auch noch schwarze Haare, das würde sehr, sehr gut passen. Würde ich gar nicht mal ausschließen, wäre vielleicht sogar für den letzten Arc von Dragon Ball Super nochmal wichtig, wenn der vielleicht aus der Zukunft kommen würde oder sowas in der Art. Würde ich gar nicht mal ausschließen. So, dann kommen wir zu Vegeta, der extrem glücklich ist und auch, aus einer Kapsel Essen holt und wir sehen halt, dass Vegetas Charakter sich komplett gewandelt hat. Dazu wird es ebenfalls ein Video geben, die nächste Woche, aber da werde ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Und zwar, Vegeta hat sich vom Charakter her unglaublich krass geändert. Er kämpft nicht nur für sich, er kämpft auch für andere und man hat ja auch gesehen, dass er sofort das Essen rausgeholt hat und alles. Also er ist ein richtiger Edenmann geworden in der Hinsicht. Wie dem auch sei, jetzt kommen wir dazu, dass Yajirobe am Leben ist und wiederkommt, fand ich auch so lustig, dass einfach so viele Leute tot sind und ausgerechnet Yajirobe lebt noch, weil Meister Quitte ihn die letzte magische Bohne gegeben hat und gesagt hat, die brauchst du die Zahl. Also auch hier ein sehr, sehr großer Ehrenmann, würde ich schon fast sagen. Aber das war es eigentlich so von den Leuten, die noch überlebt oder überlebt haben. Das waren nicht viele, allerhöchstens 40 Leute. Deswegen wird der Wiederaufbau auf jeden Fall sehr, sehr schwer werden. Wie dem auch sei, ja, Vegetas Zug ist jetzt dran, sag ich mal. Er möchte jetzt kämpfen und ja, sie machen dann am Ende doch ein Schere, Stein, Papier. Also gucken, wo Vegeta gewinnt. Auch wieder Dragon Ball Classic Humor, fand ich sehr, sehr cool. Trunks möchte dann auch kämpfen, darf aber nicht kämpfen von Vegeta oder sagt Vegeta halt, weil er seine Frau hat. Also das Mädchen Mai natürlich. So.
Dann sind wir nochmal ganz kurz zu Black und wir bekommen sofort mit, dass Blacks Hass immer noch der gleiche ist gegenüber den Menschen. Aber Black redet nun viel, viel arroganter und er hat mich auch von der Redensweise ein bisschen an Zamasu erinnert, muss ich tatsächlich sagen. Was aber auch wieder sehr, sehr komisch ist, wir sehen halt, dass ein Keyblast von Vegeta und Goku halt gezündet wird, sag ich mal, damit Black zu denen kommt. Und Black kommt irgendwie mit Blitzen und in so einem Tornado zu denen. Das fand ich wieder so... Ich weiß nicht, das ist wieder so eine richtig, richtig große Frage. Ich meine, das ist zwar etwas, was man vielleicht nicht unbedingt wissen muss, aber wieso kommt er mit so einem Tornado mit zu blitzen und so weiter und so fort? Das ist alles sehr, sehr, ja, interessant. Das weist halt alles darauf hin, dass Black irgendwie eine andere Art ist, irgendeine Spezies, die einen Körper übernehmen kann, irgendwie sowas in der Art. Ja, und dann sagt Vegeta auch zu Black, ich werde dich heute mit dem Super Saiyan Blue töten. Und das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr großes Foreshadowing darauf, was noch kommen wird. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass Vegeta nach diesem Verlauf der Folge Black besiegen wird. Aber dazu gleich nochmal was. So, wir sehen natürlich, dass Black halt klatscht und unnormal arrogant ist, ja, und sich gar nicht kehrt darum, was Vegeta momentan macht. Und er weiß auch über das God-Key Bescheid und ist verdammt nochmal schnell in seiner Baseform. Der war so, so schnell bei Vegeta und war dann auch wirklich sehr, sehr arrogant. Und wir sehen auch, dass Black ist halt übelst aushält gegen Vegeta, ja. Das fand ich auch so interessant. Das war auch gegen Trunks und das war auch gegen Goku so. Wieso ist die Baseform von Goku oder von Goku Black so stark? Wir sehen immer, dass er gegen den Super Saiyan 2 von Goku, gegen den Super Saiyan 2 von Trunks und auch gegen den Super Saiyan Blue von Vegeta ausgeharrt hat. Aber das ist... unglaublich, wenn man das mal vor Augen hält, ja, der Super Saiyan ist ja nix, sag ich mal, der ist schon eine sehr, sehr gute Steigerung und Black steckt alles weg, das habe ich aber noch einigermaßen, ja, ich sag mal nachvollzogen, aber den Super Saiyan Blue in der Baseform wegzustecken, das fand ich schon verdammt interessant. Wir sehen zwar, dass er diese Kraft natürlich absorbiert, das stimmt zwar, trotzdem muss er auf jeden Fall auch den Schaden erleiden, was ich sehr interessant fand. Trunks denkt ein bisschen drüber nach, was dann jetzt wirklich mit Black ist und man muss einfach sagen, dass das ein kleiner Übersetzungsfehler war in der Folge, weil ich habe Raw die Folge auch gesehen und da hat Herms auf Twitter übersetzt, er hat dann irgendwas geschrieben, dass Trunks etwas sagt, dass Zamasu vielleicht dieser Black sein könnte oder so und er hat auch gesagt, am Ende bist du doch nur ein Mensch und das ist ja ein Zitat, das Black ebenfalls auch gleich bringt, sag ich mal. Deswegen ist das nochmal hier wichtig, aber ich weiß noch nicht, ob das jetzt, wie gesagt, komplett richtig ist von der Übersetzung her. Ja, wir sehen ja noch, dass Black auf jeden Fall kontert und sehr, sehr stark kontert und Vegeta im Super Saiyan Blue Modus einfach wegkickt. Also das war unglaublich krass, wie stark einfach Black ist in dieser Baseform. Wäre das nicht schon schlimm genug, kommt natürlich der Super Saiyan Rose und Leute, ganz ehrlich, heftige Verwandlung. Also man hat gesehen, alles ist am Shaken, überall ein Erdbeben, alle sind am Durchdrehen fast, sag ich mal. Und sein Ki reicht bis zum Himmel, ja. Und dann haben wir ihn da, den Super Saiyan Rose. Und verdammte Scheiße, sieht der geil aus. Also ohne Spaß, mit der Aura sieht der mega, mega, mega geil aus. Da bin ich echt sehr verblüfft gewesen. Ich hätte mir gar nicht vorstellen können, wie es geworden wäre oder wie es wäre, wenn wir gar nicht wussten oder wüssten im Vorfeld, dass der Super Saiyan Rose kommen würde. Ich glaube, dann wären wir alle unglaublich ausgetickt. Bin ich auch so schon, aber ich glaube so noch mehr. Und ja, wir sehen halt, dass Black alles von Goku hat, diese ganze Kraft anscheinend, wie er selber sagt. Und am Ende bist du doch nur ein Mensch, wird auch nochmal von Black hier gesagt, das, was Trunks eben angesprochen hat, ja. Wir sehen auch, Black greift an und seine Augen sind auch ein bisschen komisch, da kommt so ein, keine Ahnung, so eine Art Flair oder so. Das kann aber nur für die Animation gut gewesen sein, also muss man nicht unbedingt, ich sag mal, in Betracht ziehen. Dann sehen wir halt, dass Vegeta nochmal kontert, ja, aber das Ding ist halt, das bringt eh nichts, weil Black... irgendwie alles mäßig geplant hat und Black sein Ki, was er um sich hat, in so eine Art Schwert in der Hand transpariert, sag ich mal, und dann Vegeta angreift und in die Brust sticht, ja. Und Vegeta nur eine Aufwärmung für ihn ist und Vegeta dann auch auf den Boden fliegt. Also das fand ich auch sehr interessant, dass seine Klinge oder sein Ki sich in eine Klinge verwandelt hat und er so einen ähnlichen Move gemacht hat wie Zamasu, weil diese Klinge geht halt über seine fünf Finger und Zamasu hat diesen Barbarian genauso gekillt mit so einer Technik, ja. Es ist diese Folge wieder ein bisschen so gemacht, dass Zamasu und Black die gleiche Person sind. Das wurde sehr, sehr krass in dieser Folge gehighlightet, sag ich mal. Aber wir sehen natürlich, dass es gar nicht stimmt, denn Zamasu taucht ebenfalls auf in der Zukunft, ja. Also die Folge hat es enorm in sich gehabt, als Zamasu einfach auch da auftaucht und aus dem Himmel kommt und beide diesen Ohren geteilt haben, also beide an dem gleichen Ohr, damit sie nicht fusionieren. Also, boah, ich bin echt gebufft von dieser Folge. Ich bin echt wirklich richtig beeindruckt. Wir sehen natürlich auch, dass Goku nochmal gegen Black kämpft, weil Vegeta natürlich besiegt worden ist, sag ich mal. Doch Goku hat auch nicht die besseren Karten, sag ich mal. Er wurde auch getroffen, aber nur in der Kleidung, war auch sehr, sehr knapp bei ihm. Und dann sagt Vegeta auch zu Trunks, nein, das ist es nicht. Also ist da auf jeden Fall noch ein Geheimnis drin, was man erst merkt, wenn man
man wirklich mit ihm kämpft, sage ich mal. So, ich habe ja eben was davon geredet, dass man halt einen Vegeta-Vorschwelling bekommen hat. Und mit dem, wie Vegeta besiegt worden ist, wie er behandelt worden ist und wie er am Boden lag und alles drum und dran, glaube ich persönlich, dass Black entweder durch Vegeta besiegt wird, beziehungsweise getötet wird, oder durch eine Fusion getötet wird. Deswegen hat Vegeta auch gesagt, ich werde dich mit diesem Super Saiyajin Blue töten. Vielleicht hat Vegeta sogar noch in der Hinterhand sowas wie die Super Saiyajin Blue Kaioken, also Super Saiyajin Blue mit was vermixt oder irgendwie sowas in der Art und wird ihn dann so besiegen oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, diese Worte von Vegeta waren schon gezielt gewählt, um zu sagen, Leute, Vegeta wird derjenige sein, der Black besiegen wird am Ende. Black zündet auch das Kamehameha, sag ich mal, wie gesagt, aber ich habe ja davor schon erwähnt, Zamasu taucht dann auf und stoppt ihn dann so ein bisschen und Zamasu möchte Goku töten, ja. Das war das letzte oder die letzte Aussage, die wir gesehen haben und ey, es ist einfach ultra, ultra krass. Man denkt jetzt halt, was ist los? Wer ist Black? Wer ist Zamasu? Was ist hier los? Und es gibt halt ein paar Möglichkeiten, ja. Was ich mir auf jeden Fall noch offen halten würde, wenn Toriyama jetzt wirklich mit diesen Zeitreisen enorm viel spielen möchte, enorm viel machen möchte, dann könnte es so machen, dass Black ein Zamasu der Vergangenheit ist und Zamasu der Zamasu aus der Zukunft ist, sage ich mal. Das halte ich aber für sehr, sehr weit hergeholt. Wir wissen ebenfalls nicht, ob Zamasu, ich sag mal, ja, so einen Körper übernehmen kann und so weiter und so fort. Würde ich eher ausschließen. Was eine Möglichkeit wäre, wenn Zamasu den toten Körper von Goku wiederbelebt hätte mit seiner Kraft, die er dann vielleicht hat und ihn dann mit Hass gefüllt hätte und dadurch halt Black entstanden ist. Das wäre eine Möglichkeit, die ich gar nicht mal ausschließen würde, weil das wäre etwas, was man auf jeden Fall mit sehr, sehr viel Sinn betrachten könnte, sage ich mal. Wie dem auch sei, bin ich mal gespannt, ob Zamasu jetzt wirklich an sich stärker geworden ist, was natürlich der Fall sein muss, aber ich will mal wissen, wie stark er geworden ist. Aber dazu wird natürlich mehr in der Preview-Analyse kommen, die dann auch nochmal später kommt an diesem Tag hier. Ich muss sagen, die Folge wieder absolut grandios, hat mega, mega Spaß gemacht. Wir haben wieder 1000 Fragen, 1000 neue Videoideen, deswegen schreibt eure Meinung in die Kommentare. Was habt ihr für Theorien zu der Folge? Was denkt ihr über die Folge? Alles, wie gesagt, in die Kommentare, würde mich extrem interessieren. Ich bin damit raus. Wenn ihr die Dragon Ball Super Reviews feiert, gebt einen Daumen nach hoch und wenn ihr außerdem vielleicht eine Review zu dem letzten Manga Kapitel am Montag gesehen wollt, dann gebt ebenfalls einen Daumen nach oben, dann kann ich auf jeden Fall wissen, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Würde mich extrem freuen. Bin damit auch raus, wünsche euch natürlich noch einen schönen Tag oder wir sehen uns halt später bei der Preview-Analyse. Bis dahin, haut rein!